Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. Und heute steht mal wieder ein Ligaspiel an. Und zwar ein wichtiges. Das Spiel heute könnte darüber entscheiden, ob wir aufsteigen. Und ich wollte mal gucken, wie viel Piszczek in Form wert ist. Und da ich mir überlegt habe, ein Inform-Team, ein Bundesliga-Team zu machen. Da. Was? 2,7 Millionen. Also da bin ich ja noch ganz, ganz weit entfernt mit meinen 114k. Oh je, Mini, das kann doch nicht sein, dass er so teuer ist. Naja, das ist jetzt blöd, dass alle Preise gesunken sind. Jetzt kriege ich die nicht mehr los. Ja, Mkhitaryan 1000, dass ich noch nicht mal den mehr losbekomme, egal. Wir werden spielen, Online-Saison, 3 Punkte fehlen mir noch für den Aufstieg und das werden wir heute in der Folge schaffen. Ich bin optimistisch. Okay, Aufstellung bearbeiten. De Bruyne muss raus für Thiago. Boateng für Subotic und Benatia kann wieder rein. Braucht einen neuen Vertrag. Da werden wir ihn direkt eingeben. Wir haben ja, ja, ich gehe mal Fitness hier. Verträge 406, da haben wir sehr viel zur Auswahl. Okay. Nein, nicht zurückgehen. Ach, Mann. Ja, egal. Mal gucken, wer noch ausgewechselt werden muss. So ein Shaqiri in Form ist auch noch sehr weit weg. 1,6 Mille kostet der gerade, glaube ich. Ich meine schon. Okay, Verfahren rein. Damit wäre die Aufstellung fast fertig. Zentraler Mittelfeldspieler Götze muss raus. Mkhitaryan kommt rein. Irgendwer hat mir gesagt, dass ich Mkhitaryan in den zentraloffensiven Mittelfeld stellen soll und Thiago zurück. Aber ich weiß nicht mehr, wer genau es war. Aber ich glaube, in den nächsten Folgen werde ich es mal ausprobieren. Okay, ich glaube, dann werden wir auch mal direkt anfangen, unseren Gegner zu suchen. Zieler bleibt drin nach der Leistung. Okay, orangene Latenz, ich gehe direkt raus. Also diese Leckpartie tue ich mir nicht an. Es muss nicht laggen, aber das Risiko ist hoch, dass das passiert. So. Ja, es ist immer noch dasselbe. Dann gehen wir mal komplett raus, damit wir einen komplett neuen Gegner bekommen. Eine orangene Latenz. Also ich habe da schon einige Erfahrungen gemacht in Lag-Spielen und wenn das Spiel laggy ist, kann man auch ganz schwer ver... Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich möchte die Spielsitzung verlassen. Wir können ja mal gucken, was De Bruyne momentan wert ist. Transfermarkt anbieten. Ein Preisvergleich für 400k gekauft. Joa, 500k ungefähr. Nein. Er ist auch so dermaßen wieder gesunken. Na toll. Wieso wurde die FIFA 15 Compagno App rausgenommen? Deswegen sind die Preise so gesunken. Die Münzen sind wieder was wert. Egal, dann müssen wir uns das wohl erarbeiten. Spielen. Eventuell werden wir Mittwoch den allerersten FIFA-Stream machen. Aber nur eventuell. Es kommt auf die Leistung meiner Bambusleitung an und auf meinen PC. Wobei ich eigentlich optimistisch bin, dass es klappen müsste. Okay. Willian, Diego Costa. Schürrle, Cech, Walker. Ach, wie heißt der Typ denn, der Chelsea, zentrales Mittelfeldspieler? Wie heißt der nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Willian, sehr schnell, 89er Tempo. Wie hat sich diese Mannschaft hier präsentiert? Einer meiner Lieblingsspieler aus Chelsea. Okay, wir müssen es schaffen. 3 Punkte. Ich mag die nicht, die vom Mittelfeld direkt durchlaufen wollen. Das war weniger als nichts. Okay. Kommt Zieler, schön. Er hat reagiert und ist nicht drin geblieben. Oh, so ein Pisscheck im Form wäre schon echt nice. Wir können, für alle, die letzte Folge nicht gesehen haben, das war eine Vaga-Folge. Also wenn ihr mal Bock habt, gegen mich im Vaga oder Pinkslip zu spielen, könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben.
So, ich glaube in dem Stream, wenn ihr dabei seid, dann würde ich mich sehr freuen, da können wir auch gegeneinander spielen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Freistoß, naja. Wir müssen hier eine Manndeckung machen. Okay. Ungefährlicher Freistoß. Nein. Thiago schön geblockt. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Als wenn er so ein Hellseher wäre, der genau weiß, wo ich hinlaufe. Okay. Schürrle. Na. Choupo ist nicht der Dribbler, aber der Arbeiter. Ah, schade. Da haben wir uns den Ball wieder erarbeitet, aber auch schon wieder verloren. Ah. Knapp. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Genau das jetzt auf Willian oder auf Remy. Remy, ja. Remy war das. Ey, das kann doch gar nicht sein. Alles pfeift er ab. Wir spielen ja keinen englischen Fußball. Und trotzdem pfeift er. Ja, also wenn so ein Pass vorbeikommt. Also da hatte ich nochmal Glück. Das darf mir nicht wieder passieren. Okay. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was es für Bundesliga-Informspieler es noch gibt. Ja, diesmal im Team der Woche Müller. In Form. In Sturm. Aber der ist zu teuer. Ich glaube, eine Mülle. Wenn ja, dann müsste ich ganz, ganz viele Spiele gegen euch spielen und Münzen. Und dann immer um 10.000. Und dann müsst ihr auch noch alle gewinnen. Ja. Oder ihr könnt auch sagen, ihr könnt mir eine kleine Spende geben für Pack-Openings etc. Dann könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben. So, for fun. Jetzt werden wir ein bisschen über die Flügel spielen. Na, wurde auch nichts. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter... Schon wieder ein Foul, wirklich? Der Schiedsrichter will mich verarschen. Okay. Schürrle. Los, komm. Schön erarbeitet, Verfan. Und jetzt werden wir... Nein! Wieso hat er denn so weit vorgelegt? Das macht er sonst nie. Oh, Mann. Ah, Shaqiri in Form ruft. Kostet aber auch 1,6 Mille. Am besten man hat so 20 Mille zum Einkaufen und dann hat man schon ein richtig pornöses Team. Okay. Wieso, was macht Choupo-Moting in der Abwehr? Ich frage einfach nicht nach. Okay, schön. Super Titch. Zu Gündogan. Ich kann mich noch erinnern, als ich FIFA 15 gerade gekauft habe und da waren ja die Preise noch so bombastisch hoch. Da hat Gündogan noch 10.000 gekostet und jetzt kriegst du ihn für 800. Also ich kann wirklich nur empfehlen, das neue FIFA immer zu Weihnachten sich zu wünschen. Denn dann kann man sich viel schneller ein Team aufbauen, als wenn man es direkt am Release kauft. Okay. Super Tisch. Nein. Ah, schön. Sehr präsent heute. Los, Choupo. Und jetzt ein Dreieckspass. Nein, zu weit, zu weit. Viel zu... Was, Abseits? Oh, früh gepfiffen, Schiri, früh gepfiffen. Ja, nur ein Schritt im Abseits. Was ich hier an FIFA total hasse, habe ich auch in der letzten Folge erwähnt, dass die Schiedsrichter so spät abpfeifen. Okay, ja. Schüle in Form, der habe ich für 220.000 gekauft und ist nur noch 60 wert. Wenn ich das gewusst hätte, dass die Preise so sinken würden, dann hätte ich mir den wirklich später gekauft und hätte viel mehr davon gehabt. Schön Pisscheck. Ja, natürlich war das ein Foul. Das vierte Foul schon in diesem Spiel, ne? Der Gegner hatte nicht eins. Glaube ich zumindest. Ey, dass die Pässe immer durchkommen. Man sieht das doch, dass er nicht drauf schießt, dass die Mauer sich dann mit dem Rücken dahin stellt. Los, Thiago, mach was. Schürrle und jetzt ein Dreieckspass. Nein! Wieso? Hä? Boah, ey, diese Spielerwechsel in FIFA 15 sind sowas von scheiße. Ey, verfange... Ey. Ihr habt das gerade gesehen, ihr habt das gesehen. Ihr könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Okay, ihr sollt mir viel zu viel in die Kommentare schreiben. Los! Ja! Das ist ein Freistoß.
Wenn das kein Freistoß gewesen wäre. Ja, ich kann keine Freistöße schießen, das ist mein Problem. Latte! Oh! Ey, ich habe noch nie ein Freistoßtor gemacht, wirklich. Doch, in FIFA 14. Das war auch das einzige Mal. So. Gündogan. Na, Mann. Remy hat Pace ohne Ende. Okay, Benatti hat geklärt, Ecke. Überruhende Bälle kriege ich meistens einen rein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich wurde wie immer gestört, ist ja kein Wunder mehr. Und ich habe es vor dem Tor noch gesagt, ich krieg Bälle immer per ruhende Bälle rein. Okay, das schaffen wir. Das ist kein übermenschlicher Gegner. Aber trotzdem, irgendwie gefallen mir die Spiele heute nicht so. Los. Na, ah, Mann. Ey, diese Dreieckspässe können mal... Die sind so ungenau. Die Pässe werden von Jahr zu Jahr manueller. So, ja, Rodriguez schön geklärt. Jetzt vielleicht... Ja. Schürrle, Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Okay. Ah, keine Lücke gefunden. Benatia muss wieder klären. Hat er leider nicht geschafft und jetzt ist eine Überzahl. Ah, ein Glück hat der Junge nicht abgepasst. Ein Glück hat er drauf geschossen. Mal gucken, ob wir das Spiel drehen können. Sieht nicht so aus. Ah, Mann. Das wäre schön, wenn wir heute schon den Aufstieg klar machen könnten. Ecke. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, das ist so eine Scheiße. Ja, ist mir egal, ob es wieder ein Gegentreffer war. Wieder nach einer Ecke. Mehr kann der Gegner auch nicht, wirklich. Ey, ich hasse es so sehr, wenn sowas passiert, wirklich. Mann. Ja, unfassbare Technik. Ja, komm. Im richtigen Moment, also vom Timing her. Ja, ey. Und dann auch noch jetzt fühlt er sich. Ah, Mann. Oh, super Verfahren. Wirklich, das. Ah, oh, nee. Ey, dazu sage ich lieber nichts. Wieder super verteidigt. Oh, Abseits. Jetzt spielt der Schiri auch mal mit, ne? Super Subotić. Applaus. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Und hier sehen wir nochmal das Tor. Ja, ich will. Ja, jetzt lässt das auch nochmal laufen. Schön, du hast ein Eckballtor gemacht. Mehr kannst du auch nicht. So, also, jetzt wird er, ja, das war klar. Wenn ich Ballbesitz bin, pfeift er natürlich ab. Ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder. Ja, 2 zu 0 zur Pause. Gucken wir uns mal die Statistik an. Wieso drückt, ja, wahrscheinlich will er noch eine Wiederholung von seinem Eckballtor sehen. Ballbesitz habe ich mehr, Passgenauigkeit ist bei mir höher, Schussgenauigkeit ist niedriger und wir haben weniger Schüsse. Das sieht nicht gut aus. Das Problem ist, wir finden keine Lücken und die Pässe sind zu ungenau. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite. Wenn Fafan jetzt mal was richtig machen würde. Also Shaqiri gefällt mir viel besser auf dem rechten Flügel. Das kann nicht wahr sein, dass er immer genau weiß. Ja, erster Fehler mit einem Innenverteidiger rausgelaufen. Ja, das wird jetzt wieder ein Tor. Zieler, sauber. Ey, wenn man ihn lobt, dann macht er so eine Scheiße. Schön, Rodriguez. Ja, schneller passen. Los, Chupo. Mkhitaryan. Chupo. Oh, ey, hier sind null Lücken, null. Wir können es mal mit einem Fernschuss probieren. Ah, schade, schade. Egal, wir müssen aber ein Zeichen setzen. Wenn ich bis zur 60. kein Tor gemacht habe, dann muss ich auf Offensiv stellen. Wenn das jetzt ein Foul... Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück.
Schürrle. Die verstehen sich blendend. Ja, der Doppelpass ist leider nicht angekommen. Rodriguez kommt, das schaffst du, ich glaube an dich. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Choupo-Moting. Lauf doch, Schürrle. Oh Mann. Ja, ein bisschen spät. Ja, ey. Immer wenn ich drauf schießen will, werde ich geblockt oder mir wird der Ball abgenommen. Ist jedes Mal dasselbe. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder einen Pass zu Diego Costa machen. Nein, oder? Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Ja, ich muss mir was Neues einfallen lassen, wenn ich ein Tor schießen will. Oh, Mann! Ey, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Piszczek. Choupo-Moting. Gündogan. Okay. Mann! Ey! Das kann doch nicht sein, dass er alle meine Bälle abwehrt. Wirklich. Rückpass zu Zieler. Ist nochmal gut gegangen. Rückpässe mache ich ungern. Wenn so viele gegnerische Spieler im Strafraum Thiago. Sind. Schürrle werde ich ganz bestimmt nicht schicken. Der maut ja nur Scheiße. Wieso passt der Junge denn nicht zu Thiago? Wieso... Na. Ja, super Piszczek, wirklich. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Schön abgedrängt. Tupucic, schön abgedrängt. So, schöne Hackenpass und jetzt ein bisschen über die Flügel. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass der so langsam ist. Oh, wieso schießt er denn so hoch? Mann! Okay, jetzt stellen wir auf sehr offensiv. Ich habe keine Wahl, wenn ich hier siegen will. Oder wenigstens noch unentschieden. Komm! Ja! 2-1. Upsi. Wurde auch langsam Zeit. Sauber, Choupo, sauber. Das ist ein Torjäger. Und schon noch nicht im Abseits. Geil. Richtig geil. Okay, 2-1. Jetzt zwei Tore noch. Dann sind wir aufgestiegen. Diego Costa. Aber dafür haben wir nur noch 20 Minuten. Dann wird direkt durchlaufen. Und der Ball ist drin. Das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Was ist das eigentlich für eine Verteidigung, die einen vom Mittelfeld direkt durchlaufen lässt? Das war ein toller Schuss aus der Distanz. Oh Mann. Um das anzuerkennen. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Ja, wenn ich sowas probieren will, funktioniert es natürlich nicht. Hey, perfekt im Winkel von Costa. Gündogan. Ja, natürlich. Jetzt kommt wieder Remy. Der außer Pace nichts kann. Oh Mann. Wenn der jetzt reingeht, ey. Ja, super Pass, wirklich. Ein Befreiungsschlag bringt einem auch was, wenn man 3-1 zurückliegt. Jetzt machen wir totaler Angriff. Hat alles keinen Sinn mehr. Hat alles wirklich keinen Sinn mehr. Boah, Mann. Er muss verfahren schon in die Abwehr kommen. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ey, das darf doch nicht wahr sein. 3 gegen... Okay, ist beim 3-1 geblieben, aber jetzt wahrscheinlich per Ecke 4-1. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ja, Piszczek raus mit dem Ball. So, verfahren. Piszczek. Thiago, können wir Schürrle schicken? Nein. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Okay. Ah, Thiago, okay, wir haben
den Ball erobert und was macht Subotic? Immer wenn ich auf totale Angriff stelle, ist Subotic im Sturm. Der kann nichts außer Abwehr. Ja, das ist jetzt, das klingt beleidigend, aber ist nicht so gemeint. Ja, nicht mal der treueste Fan glaubt daran, das stimmt aber auch. Aufgestiegen sind wir ja schon. Ja, Schürrle, du brauchst nicht 6 Kilometer weit noch mit dem... Nein. Ja, natürlich ist der Einzige, der hinten ist, ist Benatia. Aber er konnte auch klären. Okay, Mkhitaryan. Gündogan. Sehr nice. Vielleicht klappt... Schade, schade. Thiago. Gündogan. Ja, schade. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Ah, ja, jetzt das 4-1. Jetzt wird er zu Remis passen. Nein, er wird es alleine machen. Das war schlecht, Kosche. Das war echt schlecht. Mal gucken, wie gut Ziele einwerfen kann. Nicht so prickelnd. Schöner Hackenpass, Schürrle. Choupo-Moting. Diese Dreieckspässe sind so scheiße. Ja, den haben wir. Den müssten wir eigentlich haben. Ja, haben wir auch. Ja, ist da noch ins Tor gerollt, zählt aber nicht mehr. 3-1 Niederlage, das tut weh, das tut echt weh. 3-1 das Endergebnis. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir Ey, dazu kann ich wirklich nichts mehr sagen. Dazu kann ich wirklich nichts mehr sagen. 2 Tore per Ecke, ich krieg immer ein per Ecke rein. Und dann noch ein Tor direkt im Anschluss meines Tores. Vielleicht, wir können ja noch ein paar Packs ziehen. So als Aufmunterung. Wird eine bisschen längere Folge, aber das macht ja auch nichts. 115.000 haben wir und ja, Zeit fürs Pack ziehen. Shop. Oder wobei, ich mache das lieber in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Ciao.